Hallo, ihr Gärtner da draußen. Halloween steht vor der Tür und beim Halloween-Special möchte ich euch jetzt nicht mit Geistern, Vampiren und Gespenstern konfrontieren, sondern mit dem, was wir Gärtner daraus machen können, nämlich Kürbisse. Ich führe euch jetzt durch mein Kürbisareal im Garten und zeige euch, was wir an großen, kleinen, farbigen, einfarbigen Kürbissen bei uns halten können und wie viel Freude das macht, die zu haben. Schaut mal, was hier rausgekommen ist. Kalebassen habe ich mehrere, die sind hier rausgekommen. Minutenkürbisse, also die, die in der Tat nur ganz kurz im Backofen gebacken werden, mit einer kleinen Füllung, die gesamt gegessen werden. Und hinter mir, da wächst noch einer und den ernten wir jetzt gemeinsam. Selbst in die Büsche sind die Kürbisse gekrochen und hier habe ich einen, den finde ich als einen der besten Sorten von Kürbissen. Das ist die Sorte Crown Prince. Das ist eine englische Sorte und die ist hochgradig lagerfähig. Die tut es noch bis Ostern und im April können wir noch Kürbissuppe aus Kürbissen des eigenen Gartens machen. Hokkaido oder die anderen Kürbisse, die vielerorts unterwegs sind, haben nicht so eine gute Lagerfähigkeit wie Crown Prince. Das hier ist Uichi Kiori. Das ist ein schnell wachsender Speisekürbis mit einer nicht so guten Lagerfähigkeit, aber besonders beliebt in der Küche. Nicht zu verwechseln mit dem viel größer werdenden, aber weicheren Hokkaido-Kürbis. Dieser hier kommt in die Gruppe der Teddybär-Kürbisse und ein ausgesprochen wohlschmeckender, aber nicht so lang lagerfähiger. Das Verrückte bei den Kürbissen ist, die wachsen mit einem Affentempo und mit einer Geschwindigkeit und da hat man wirklich Probleme mit dem Nachhalten. Hier muss man suchen und in dem Dickicht habe ich was entdeckt. Den nehme ich auch mit. Das ist ein kleinerer noch Butternut-Kürbis. Ein ganz besonders nach Nuss schmeckender Kürbis, der sehr beliebt ist und einfach einen weiteren Geschmack uns liefert. Das hier ist eine Sorte aus Frankreich, die diese ganz typischen Muskatverbänderung schon hat. Also gehört ihn mit in die Gruppe der Muskatkürbisse hinein. Und finde den ausgesprochen attraktiv. Das Saatgut davon habe ich geschenkt gekriegt von jemandem, der in Frankreich war. Und ich lege die einfach mal dazu. Ich hoffe, dass ihr das interessant fandet. Wenn ja, dann Daumen hoch anklicken und nicht vergessen, den Gartencoach-Kanal zu abonnieren.